die neue Woche mit Putzen. Tada! Naja, Putzen, sauber machen. Aber es kommt nicht mehr so starker Wind, dass wir windsurfen können. Und deshalb spritzen die wir hier mal sauber. Hier ist so ein Platz zum Saubermachen. Und dann machen wir mal ein bisschen Materialpflege. Auch mal gut. Ja, und mein Vater macht mit. Ja. Er versteckt sich hinter uns mit den Segeln. Da habe ich auch eins gestern schon benutzt, deshalb. Musst du ihm helfen. Ja. Dann hängen wir sie hier übereinander, da ist eine geschickte Stange zum Material trocknen. Und dann holen wir sie später ab, wenn sie wieder trocken sind. Perfekt. Herrlich, wenn alles wieder trocknet. Anzüge, Ponchos und so, wir hatten echt was mehr Regen und Nässe. Und es ist gut, wenn die Sonne wieder rauskommt, das macht es schon ein echtes Stück einfacher. Ja, können schon umdrehen. Ja, ist trocken. Super, dann drehe ich meine auch mal um. Hey, was machen wir? Pool, Billard. Oder Bull, Billard? Oder Pool. Okay, heißt es so, ich habe es immer Billard genannt. Nee, Billard ist mit drei Bälle und Pool ist... Bälle. Ja, Bällen. Bällen. Oder Kugeln eigentlich eher. Kugeln. Und Pool, da hat man Löcher am Tisch und mehrere Bällen. Und okay. Die muss man da reinspielen. Also wir spielen Pool. Ja, wir spielen auf jeden Fall mit zwei Stücke. Und wir haben hier, wie heißt das, Kreide? Nein, nicht Kreide. Ja, für die Spitze. Ja. Und dann steht nichts uns im Wegen. Der Sieg ist meiner. Oh, das wollen wir sehen. Nicht, wenn du mit mir zusammenspielst. Ja, so ist es angesagt, ne? Wir spielen zusammen gegen meinen Vater. Oh, ja. Ja, das denke ich. Ja, okay, los geht's. Los geht's. Ich weiß nicht, wie die geordnet sind. Wie die geordnet sind. Das schwarze war dann nicht. Der ist da, nee, das ist in der Mitte. Achso, ja, gut, Mitte, bei mir war jetzt hier die Mitte. Ja, aber sonst ist es egal, oder? Naja, nicht ganz. Also, muss doch um und um sein, denke ich mal, oder? Weiß ich nicht, wir haben das nie geordnet. Ihr habt das nie geordnet? Nee, aber wir wussten es halt auch nicht. Dann habe ich es einfach so. Okay. Das war gar nichts, Papa. Nee, war gar nichts. Aber das ist gut für uns, Kate. Jetzt zeig's, wie es geht. Ja, warum nicht? Die blaue, ja. Okay, hier ins Loch. Kommt kein Druck, alles schauen zu. Komm an. Schade. Aber guter Versuch. Wir machen es einfach weiter. Und jetzt schauen wir mal, dass wir auf jeden Fall von meinem Vater gewinnen. Jawel! Lekker! Netjes? Netjes, dat deed hij netjes, zeker. Maar we gaan een stuk beter al, hè? Ja. We staan voor inmiddels. We zijn heel, pappers half. Ah, wat, ik rede Hollandisch. Also, we gaan goed. We staan jetzt vorne. We hebben nu nog twee. Ja, ja. En mijn vader had drie. Mijn vader is half, also. Nee, Zinderende Match. Zinderende? Oder was sagt man nach einem? Gewonnenen. Gewonnenen auf jeden Fall. Das ist mal das Wichtigste. Wir haben gewonnen.
Ja, es war das Niveau des Jahres, also es war spektakulär. Schade, dass ihr nicht dabei wart. Also ihr wart ja ein bisschen dabei, aber ihr habt das Beste gemacht. Live da standen Zuschauer, die haben geschrien. Die haben uns angefeuert und dann kam ich richtig im Flow. Bam, 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 die Bälle sind. Naja, naja, also ihr wisst, ja, ihr könnt es euch vorstellen. Schaut hier die Menge um uns. Ja. Und jetzt wurden die Stücke zurückgebracht. Ich will mein 10 Euro wieder. Ja, Pfand. Und dann geht's ins Bett. Da geht's ins Bettle. Also, gute Nacht. Gute Nacht. I don't understand why you're taking off. First you say you love me, now you're breaking it off. You had me at a low and then you pass go and collected your greens. Easily it seems, oh. Tell me, did I do something wrong? Or did you invite someone to this song? I don't wanna start by criticizing you, but since we don't talk, there's nothing left to do. But this won't be my heartache, no. This will be your mistake, oh. Go ahead and run. Go ahead and run, run, run. This will be your mistake, oh. It won't be my heartache, no. Go ahead and run. Now go ahead and run, run, run. Wir sind wieder am Bus. War ein herrlicher Tag am Strand. Ja. Mit der Familie. Sowieso im Camping. Es gefällt mir echt richtig gut hier. Weil so als Wassersport-Liebhaber kommt man hier auf seinen Kosten. Ja. Gibt immer eigentlich Wind. Da gibt es immer so einen Thermikwind, durch das man hier die Berge nahe hat. Genau, und jetzt liegt noch Schnee auf den Bergen, das heißt, da ist es noch sehr kalt. Ja. Und hier am Strand ist richtig warm, dann hat man die Temperatur unterschieden und nicht sogar, wenn kein Wind vorhergesagt, kommt doch einfach die Thermik immer durch. Und das ist kein stärker Wind, aber das reicht dann zum Fäulen, zum Wingen und ich habe ja auch dieses Kite-Fäule ausprobiert und es läuft eigentlich ganz gut und das kann schon mit richtig leicht Wind, macht echt Spaß auch. Ja. Und der Schwager ist mit Windsurf-Foil drauf gewesen. Ja, habe es auch probiert, das ist der neue olympische Disziplin, dieses IQ-Foil heißt das und ja, so unterschiedlichste cool. Ausprobiert und macht einfach Spaß. Ja, total. Vor allem auch und mit den Kids hier. Genau, schön. Vor allem ist was da auch für die Kids. Viele Sachen, der Strand ist riesig und ja, das ist echt schön. Genau. Und jetzt wird heute gefeiert. Ja. Meine Eltern feiern die Liebe, 40 Jahre sind schon verheiratet. Genau. Also wir, 40 Hochzeitstag heute. Wir haben sie eingeladen auf ein Weingut und da würden wir mal ein bisschen essen gehen und Wein probieren. Ja, lassen wir uns da gut gehen. Genau. Also und wir die beiden. Sehen könnt, uns geht's gut. Ja, uns geht es bestens weiterhin. Wir sind am Parkplatz vom Weingut. Da steht meine Schwester. Die haben die Bus schon bereitgestellt, weil die Kinder würden hier schlafen, während wir uns im Restaurant oben es gut gehen lassen. Und dann hoffen wir mal, dass die Kinder da gut schlafen können, eine ruhige Nacht haben. But this won't be my heartache, no. This will be your mistake, no. Go ahead and run. Go ahead and run, run, run. This will be your mistake, no. It won't be my heartache, no. Go ahead and run. Go ahead and run, run, run. Tijd om naar het restaurant te gaan. Ja, we gaan bieren. Ja. Oh, oh. Life goes on with
Hey, holst du mich ab? Ja. Ich habe Hunger, Zeit zum Essen zu gehen. Und wir werden aufgefressen von den Moskitos. Ja, die Moskitos sind richtig hartnäckig hier. Ich habe meine Hose schon runtergekrempelt. Ich habe schon ganz viele Stiche unten auf dem kleinen Stück vom Bein, das rausgeguckt hat. Ui, ich habe Glück gehabt, aber dann schnell rein, dann erstmal auf jeden Fall nicht draußen. Nee, habe ich auch gesagt. Los geht's. Aber schön. Oh. Richtig schön hier. Ja, schön hier. Hey Kathi, die Sonne strahlt und sie sitzt am Tisch. Ja. Und in Spanien gibt es natürlich Paella für das Liebespärchen. Hey, die kleine Nüffchen! Oh, süß, kleine. Und den Espresso und alles zu verdauen, das war köstlich. War richtig gut. In interesting times. Okay, zum Wohl. Danke. Guten Morgen, wir sind schon wieder am Müsli. Moin. Ja. Und, hast du den Essen gehen genossen? Sehr. War richtig, richtig schön. Echt auch, wie das angelegt ist. Ein richtig schöner großer Garten mit Springbrunnen und Wasser und schöner Spielplatz und so. Richtig schön angelegt. Und das Essen richtig lecker. Also war echt schön. Deine Eltern haben sich auch gefreut, glaube ich. Ja. Wir haben es gebührend gefeiert. Ich glaube, wir haben es alle genossen. Es war echt schön. Einfach auch zusammen die Zeit hier. Die zwei Wochen sind vorbei geflogen auf dem Camping. Okay. Mhm. Und wir sind so wie ihr sehen könnt, das waren unsere Plätze, ganz alleine. Der Rest ist schon unterwegs oder fast daheim. Wir frühstücken. Und dann geht es für uns nach Le Cat oder La Franquie eigentlich, um genau zu sein. Und da schauen wir noch der World Cup Wingen an. Genau. Ja, und schauen uns mal, was die Jungs und Mädels so drauf haben im neuen Saison. Es ist der erste Stopp der neuen Saison. Und wir waren in Tarife ja bei der letzten Stopp vom alten Saison. Habt, wir blenden euch hier das Video ein, genau. Da könnt ihr das angucken. Könnt ihr da nochmal anschauen und damit verabschieden wir uns dann auch direkt. Ich wollte noch was erzählen. Ah, du willst noch was erzählen? Ja. Erzähl mal. Ich war gestern auch Kite-Foilen. Ich habe es gestern auch probiert. Kai hat mich so ein bisschen dazu gepusht. Ja. Ich fand es ein bisschen zu spannend, aber es ging direkt. Ich bin super geflogen. Also sie fand es spannend, aber ist aber direkt aufgestiegen, losgeflogen, Halse gemacht und ja, das lief echt richtig gut. Aber jetzt habe ich voll den steifen Nacken, weil ich auch ordentlich gecrasht bin, hast du es gesehen? Ja. Und da hat es mich gut so nach rechts und nach links dreht. Ah, ist ein bisschen steif. Ja. Einfach entspannt in die neue Woche starten, damit die Nacken auch was Ruhe bekommt. Genau. Und dann sehen wir nächste Woche, wie das... In La Franquie sehen wir uns dann. Ja. Macht's gut. Okay, ciao. Tschüss. Tschüss.